Ja, hallo Martin hier, ich grüße euch. Nun ist es soweit, Donald Trump hat die Korrektur offiziell verboten. Die Aktienmärkte müssen sich jetzt in der Tat auf eine andere, ja, auf eine neue Ära einstellen. Was früher, ja, ein normaler, ja, wie soll ich sagen, Marktzyklus war, ist, ja, seit Donald Trump jetzt offiziell abgeschaltet. Ja. Und gibt jetzt zwei Lösungen für diese Situation. Wir sehen hier den Trump Tower und hier sehen wir das Geld, was natürlich in den Märkten steckt und man fragt sich natürlich, wie wird das enden, wie wird diese Korrektur, Entschuldigung, wie wird dieser Markt enden, denn das ist die 200er Tageslinie, es kann auch die 100er sein, kann auch die 150er sein. Naja, man braucht jetzt, denke ich, kein Wissenschaftler sein, um irgendwann festzustellen, wie weit und wie schnell wir uns ja von ja, den entsprechenden Durchschnittswerten, was auch immer sie sein mögen, entfernen. Und da hat Donald Trump eine tolle Idee. Er wird das ganze Geld sozusagen ja, hier dann in den Trump Tower hineinstecken. Ja, und der Markt ja, fängt dann, ich glaube, nächstes Jahr, so irgendwie Juni 2019, von vorne an. Ja? Das heißt, Donald Trump sackt hier alles ein und der Markt, der S&P, wird von vorne anfangen. Ja? Deswegen, ich wollte das auf meinem Kanal loswerden, weil, naja, wie gesagt, ich bin schon jetzt 25 Jahre im Business und bin der Meinung, dass, ja, dass ihr teilhaben solltet an dieser neuen Information natürlich. Ja? Und dass ihr eigentlich eure ganzen Bücher, ne, wegschmeißen könnt. Ja, eine andere Möglichkeit würde natürlich auch bestehen, dass der Markt jetzt eine neue, na, wie soll ich sagen, Richtung oder eine neue Art des Candles, der Candle-Gestaltung jetzt hier definiert. Und zwar könnte das zum Beispiel jetzt auch so sein, dass man rückwirkend, ja, dass man rückwirkend noch den S&P kaufen kann und das wird dann berücksichtigt. Das sieht dann praktisch so aus, dass die Candles dann nicht mehr nach vorne, weil da ist kaum noch Platz, sondern mittlerweile dann auch schon rückwirkend steigen. Das heißt, so sieht das Ganze dann in den nächsten Wochen und Monaten aus. Das heißt, diejenigen, die es verpasst haben, ne, 2011, 15 einzusteigen, haben dadurch die Gelegenheit, auf einem höheren Niveau natürlich hier in den Markt also einzusteigen, weil wie gesagt, die Korrekturen gibt es so nicht mehr. Ja, gibt es einfach nicht. Die sind ausgeschaltet. Und da bleibt euch einfach nur ja, sozusagen diese Alternative übrig. Ja. Und ja, also das sind meine Prognosen für den S&P für die nächsten Wochen und Monaten. Und das macht richtig Spaß, ja, muss man echt sagen. Ich lächle genauso wie unser Freund hier und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.